Dann bin ich in ein sogenanntes Spezialkinderheim verbracht worden, wie gesagt nach Triebel im Vogtland, das ist bei Oelsnitz. Das nannte sich Friedenswacht. Ja, und das war also auch eine geschlossene Einrichtung. Können Sie uns den Alltag in diesem Spezialkinderheim beschreiben? Wie nah war das an Ihrem bisherigen Alltag und was hat sich maßgeblich verändert? Ja, für mich war natürlich neu, in einem Kinderheim dieser Art zu sein. Der Alltag war geprägt von vormittags bis mittags eine Schulausbildung zu machen, also die Schule in dem Heim zu besuchen. Nachmittags wurde Zeit für die Hausaufgaben gewährt und man wurde mehrere Tage in der Woche zu Arbeiten herangezogen, die sich weitgehend den Grenzanlagen widmete, der Pflege der Grenzanlagen. Wir mussten zum Beispiel konkret den sogenannten Sicherheitsstreifen vor dem Stacheldraht haken, der 10 Meter breit ist, um immer sicherzustellen, dass man neue Spuren drauf sehen könnte. Das war also deren Lieblingsbeschäftigung, uns das machen zu lassen. Wie war das Verhältnis der Jugendlichen untereinander? Gab es da auch so etwas, was man Hackordnung nennen könnte? Ja, das Kinderheim war sehr geprägt von solchen sogenannten Hackordnungen. Ich war auch ziemlich kleinwüchsig und hatte da einigermaßen drunter zu leiden. Aber ich war ein Einzelgänger trotzdem. Ich habe nur gelesen und weitgehend mich zurückgezogen und war auch ohne Mühe sofort Klassenbester. An schulischen Leistungen gemessen, weil ich eben wirklich nur mit Jugendlichen zu tun hatte, die aus sozial schwachen Umgebungen kamen und eben das nicht leisteten, was erwartet wurde. Also ich war jetzt nicht wirklich ein sehr guter, intelligenter Schüler, ich war einfach der Beste, weil die anderen völlig anders waren. Sie hatten vorhin schon angedeutet, in diesen Heimen sollte ja auch so etwas wie eine Umerziehung, eine Disziplinierung stattfinden, um sie halt in diesen Sozialismus wieder einführen zu können. Was herrschten da für Erziehungsmethoden? Ja, da ging es eigentlich um sogenannte ja, Massenveranstaltungen, kann man jetzt nicht sagen, aber es wurde dann auch an den Tagen, an denen wir nachmittags nicht arbeiteten, ja, man würde heute sagen, Politunterricht gegeben und man wurde eben an das Wesen der DDR und an den Sinn der DDR und an die Politik der DDR herangeführt. Und die versuchten einem zu vermitteln, dass das der einzig richtige Weg ist in der Entwicklung Deutschlands und die DDR auf der einzig richtigen Seite ist mit ihren Ideen. Haben Sie auch mal erlebt, dass jemand dagegen rebelliert hat? Ich muss sagen, wie gesagt, ich war der Einzige, der aus politischen Gründen in diesem Heim gelandet ist. Die anderen hatten mit Politik eigentlich nichts am Sinne. Die rebellierten eher mal, weil sie nicht Fußball spielen durften, wie sie es sich vielleicht erträumt hatten, oder andere Freizeitgestaltungen, vor allem, weil es geschlossen war. Aber aus politischen Gründen kam da weniger Widerspruch. Und ich habe mir es natürlich nicht geleistet, da irgendwie noch weiter zu agieren. Ich war froh, dass ich meine Ruhe hatte. Das haben Sie gerade schon gesagt, es war eine geschlossene Anstalt, wenn man das so sagen kann. Inwiefern konnten Sie überhaupt Kontakt nach draußen weiter ausüben, vor allen Dingen zu Ihrer Familie? Kontakt zur Familie war nur postalisch möglich und ich hatte einmal Besuch von meinen Eltern in 6 Monaten. In diesem Spezialkinderheim, was auch später erst bekannt geworden ist, sind ja auch auf sehr drastische Erziehungsmethoden angewandt worden. Es gab auch sehr viel körperliche Gewalt in diesem Heim. Haben Sie das auch selber erfahren oder haben Sie das mitbekommen, dass es in Ihrem, also in den Kreis der Kameraden passiert ist? Nein, ich muss fairerweise sagen, in dieser Einrichtung sind solche Dinge für mich sichtbar nicht vorgekommen. Also, ich denke mal, dass in dieser Zeit 1962 das Personal, was dort beschäftigt war, auch noch
nicht darauf getrillt war, Kinder zu quälen oder mit Gewalt irgendwas zu bringen. Es waren eher ältere Jahrgänge, die noch aus einer Zeit stammten, wo das noch nicht üblich war. Und insofern hatte ich eigentlich Glück, bis auf mal, dass Kinder weggesperrt wurden, noch mal ein Extrazimmer allein dann. Aber Schläge oder auch, was heute halt ein Thema ist, sexuelle Gewalt, habe ich nicht erlebt.